ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Was ist meins? Wie finde ich heraus, was mein eigenes Ding ist? Ich bekomme so viele Einladungen zu Online-Kongressen, zu Kursen. Das überfordert mich alles. Es ist viel zu viel Information und letzten Endes macht es mich unzufrieden. Das ist auch eine Frage, ja, die mir gestellt wurde und auf die ich heute hier in diesem Video eingehen möchte. Und ich kann ja diese Frage oder dieses Anliegen sehr gut nachempfinden, denn wenn man so viele Angebote, gerade wenn man im Internet unterwegs ist, man sieht hier was Interessantes, da was Interessantes, man trägt sich da in den Newsletter ein, man bekommt da ein interessantes Angebot und hat so vielseitige Interessen und ist natürlich restlos überfordert, weil man einfach da schaut, da schaut, da schaut und überhaupt nichts umsetzt. Und das raubt einem letzten Endes Energie und das macht einen einfach auch unzufrieden. Das ist einfach das Resultat des Ganzen. Und da würde ich einfach mal empfehlen, sich aus allen möglichen Newslettern, und sei es auch mein eigener, also da spreche ich jetzt mal gegen meinen Newsletter, sich abzumelden und einfach mal für sich selbst herauszufinden, wo liegen denn jetzt wirklich meine eigenen Stärken. Was habe ich mir in der letzten Zeit an Online-Kongressen, an Kursen, an E-Books etc. gekauft und angeschaut und wo liegt denn wirklich mein eigenes Potenzial, was ist denn wirklich mein eigenes Ding? Also dich ganz wirklich auf dich selbst zu fokussieren, Scheuklappen an und rechts und links mal weder Online-Kurse noch irgendwelche Kongresse etc. anzuschauen und Newsletter zu lesen und, sondern einfach mal zu schauen, was ist wirklich dein eigenes Ding und dir dann ganz gezielt von den Sachen, die du jetzt vielleicht schon hast, etwas rauszusuchen, was dir jetzt bei deinem eigenen Ding wirklich weiterhilft. Dir da also wirklich die Informationen nur rauszupicken und das dann eben auch umzusetzen, dir da einen Zeitplan zu machen, was du wann umsetzt, dir vor allem auch einen Zeitplan, einen Zielplan setzen. Was möchtest du in einem Jahr erreicht haben? Wo möchtest du in einem Jahr stehen? Und diesen Zeitplan, dieses Zeitfenster dann einfach herunterzusetzen. Was ist da monatlich zu tun? Was ist wöchentlich zu tun? Was ist täglich zu tun? Was kannst du heute tun? Was kannst du Tag für Tag tun, um diesem Ziel näher zu kommen? Und dann wirklich ganz fokussiert die wenige Zeit, die du hast. Ich nehme an, du bist dann auch noch berufstätig. Vielleicht hast du noch Kinder, Familie, Haushalt, was auch immer. Das braucht ja auch einen gewissen Zeitrahmen, ein gewisses Zeitfenster, das tagtäglich erfüllt werden möchte. Aber diese freie Zeit dann wirklich ganz, ganz fokussiert, dich nur mit deinem Thema beschäftigen, das dich weiterbringt. Das wird dir eine totale Zufriedenheit schenken, das wird dir Kraft und Energie schenken, weil dann siehst du einfach Fortschritte, wie du zu dir selbst findest und auf den Weg deines Herzens findest. Das ist mein Tipp. Meine Anregung, mein Aspekt für dich und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Schick dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss bis zum nächsten Video. Sofern du denn auch noch dann mit dabei bist, weil du nicht mit deinem eigenen Fokus beschäftigt bist, würde mich natürlich freuen. Alles Liebe für dich. Tschüss, deine Irmgard.